Es gibt Malaika auf der Straße, liebe Geschwister, auf der Straße. Die suchen nach etwas. Wir wissen, Malaika essen nicht, trinken nicht und schlafen nicht. Stimmt? Aber die suchen nach ihrer Ernährung. Malaika brauchen kein Essen. Was ist die Ernährung von Malaika? Die suchen. Jeder geht auf eine Straße. Sie verteilen sich. Dann einer von ihnen findet einen Kreis, inshallah, wie dieses hier, und freut sich. Dann ruft er sie alle zusammen. Eilt zu eurer Sache. Das heißt, beeilt euch. Ich habe das gefunden, was ihr sucht. Allahu Akbar. Das ist wallahi eine Ehre, unter Malaika zu sitzen. Dann kommen sie alle und umkreisen uns. Und manche Ulama, in anderen Hadith sagt Rasulullah, dass der gleiche Anzahl der Anwesenden sind auch der gleiche Anzahl von Malaika anwesend. Und die umkreisen diese Menschen. In anderen Hadith sagt Rasulullah, die machen einen Kreis, die Malaika, um den Sitzenden. Bis zum Dunya-Himmel, bis zum ersten Himmel. Und einer von ihnen, das ist der Botschafter der Malaika, der geht zu Allah zurück. Sagt, ja Rabb, ich war bei Tandina gewesen. Allah weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Keiner braucht Allah etwas Kund zu geben. Allahu al-Alim, der weiß über alles Bescheid, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, was machen meine Diener? Und er sieht uns, subhanahu. Sagt, ja Rabbi, die sitzen und sie lobpreisen dich, ja Allah. Sie loben dich, ja Allah. Sie gedenken dich, ja Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sie verherrlichen dich, ja Allah. Allah sagt, haben die mich gesehen? Und wir wissen alle, Allah weiß, dass wir ihn nicht gesehen haben. Subhanahu wa ta'ala. Man kann Allah im Dunya nicht sehen. Musa alayhi salam hat das verlangt. Allah hat ihm gezeigt, dass es nicht geht. Musa sagt, ja Rabbi, arini andur ilaik. Ich will dich sehen, ja Allah. Musa ist neugierig geworden. Und die Ulama sagen über Musa alayhi salam, innahu kana jari, wagte sich, Fragen zu stellen. Ich will dich sehen, ja Allah. Wer wagte sich, Allah zu sagen, ja Rabbi, ich will dich sehen. Wie ein Scheich sehr schön sagte, die Person, die Allah in Dunya sehen will, so soll sie versuchen, ihre Augen in der Sonne direkt aufzumachen. Es ist, man wird blind. Sagt genauso die Person, die versucht, zu denken, nur an Allah nur zu denken, mit dem Kopf von Allah zu denken, der wird verrückt werden. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Aber Allah sieht man in Jannah. Und das ist die wahre Aqida im Islam. Weil es gibt leider Leute, die sagen, Allah hat kein Gesicht, a'udhu billah, man kann Allah nicht sehen, Allah ist nur Licht. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Das ist ein hundertprozentiger Dalal. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Man kann Allah yawm al-qiyamah im Jannah sehen. Es gibt ein Hadith, dass Allah azza wa jal yawm al-qiyamah im Jannah mit jedem Einzelnen sitzt. Stell dir das vor. Du darfst yawm al-qiyamah mit Allah direkt live reden. Kein Dolmetscher zwischen dir und Allah und kein Hijab zwischen dir und Allah. Natürlich, man fragt sich, weil es gibt eine Überlieferung von Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu qal, inna Allah hijabuhu an-nur, law rafa'ahu, لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. Sinngemäß sagt Abi Musa al-Ash'ari, der Hijab, diese Schleier, die Allah subhanahu wa Allahs Gesicht subhanahu wa ta'ala sind aus Licht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie aufheben wird oder erheben wird subhanahu wa ta'ala, was passiert? Alles, was Allah erschaffen hat subhanahu wa ta'ala, wird verbrannt. Da werden Wellen, subhat wajih, Wellen aus dem Gesicht Allahs, aus Licht rauskommen, die alles verbrennen, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Also nichts mehr wird übrig bleiben. So viel Nur und so viel Licht hat Allah azza wa jalla. Das kann man sich nicht vorstellen. Und fragt man sich, wie kann man im Jannah mit Allah sitzen dann? Weil im Jannah gibt es ja keinen Tod. Im Jannah gibt es keinen Tod. Im Jannah ist bekannt, yawm al-qiyamah, der Tod wird zwischen die Hölle und das Paradies in Form eines Schafes geschlachtet. O ihr Paradiesbewohner, wisst ihr, wer das ist? Sagen, es ist der Tod. Und dann ihr Höllenbewohner, wisst ihr, es ist der Tod. Wir wissen beide, wer das ist. Und der Tod wird geschlachtet. O ihr Höllenbewohner, Ewigkeit in Jahannam. O ihr Paradiesbewohner, Ewigkeit im Paradies. Darüber freuen sich die Paradiesbewohner. Das ist die beste Nachricht. Das heißt, ihr Glück im Jannah wird nie ein Ende haben. Für die Ewigkeit. Und weil es keinen Tod im Jannah gibt und keinen Schaden gibt,
Weshalb kann man mit Allah sitzen, subhanahu wa ta'ala, und ihn sehen, azza wa jal? Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith, ihr werdet Allah sehen, wie ihr die Sonne im klaren Himmel seht. Am Mittag, wenn die Sonne genau in der Mitte ist, und so heiß ist, mashallah, und so klar der Himmel, man sieht die Sonne, keiner kann es leugnen. Rasulullah sagt, könnt es ihr leugnen, dass ihr die Sonne gerade seht? Sagt, so werdet ihr Allah sehen, yawm al-qiyam. Und ein anderer sagt, so werdet ihr Allah sehen, wie ihr gerade den Mond seht, am 14. Tag, mitten des Mondes. Und der Mond ist so groß, dann kann man Allah, yawm al-qiyam, werden wir Allah sehen, bi-idhnillah, azza wa jal. Wenn wir zu Jannah gehören, inshallah. Allah wird mit jedem Einzelnen sitzen. Dann gucken wir, was passiert. Guck mal, dieser Rabb, den muss man lieben. Das geht nicht anders. Allah muss man lieben. Es geht nicht anders. Wir brauchen nicht anfangen zu zählen, wie viel Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Wenn ein Mensch im Dunya dir so viel gibt, du wirst ihn lieben. Er braucht, subhanahu wa ta'ala, Kleinigkeit immer wieder zu geben. Automatisch fängt es an, ihn zu lieben. Wir wollen nicht wissen, wie viel Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Aber es ist alles irgendwie heute selbstverständlich geworden. Möge Allah subhanahu ta'ala. Allah wird sagen zu seinem Abd, Abdi, erinnerst du dich an den Tag, was du gemacht hast? Erinnerst du dich an seine Sünden? Erinnerst du dich, da hast du das gemacht und da hast du es gemacht und da hast du es gemacht. Er ist noch im Jannah. Das heißt, der Mann ist schon im Jannah. Allah zieht ihn nicht mehr zur Rechenschaft. Er ist schon im Paradies. Allahumma ij'alna min ahli al-Jannah. Dann sagt er, ja Rabbi, hast du mir meine Sünden nicht vergeben? Allah sagt, Abdi, hätte ich dir deine Sünden nicht vergeben, dann wärst du jetzt nicht hier. Guck mal, dieser Rabb, wie wir mit Allah sitzen, die Umqiyam. Das heißt, dass, liebe Geschwister, wir müssen daran glauben, inshallah, wenn wir zum Jannah-Bewohner gehören, wir werden Allah sehen, subhanahu wa ta'ala. Musa versuchte natürlich in dieser Dunya, aber es hat nicht geklappt. Allah sagt, hey Musa, tayyib, wenn du mich sehen willst, dann schau auf diesen Berg hier. Wenn der es schafft, standhaft zu bleiben, dann kannst du mich sehen. Ein Mensch und ein Berg, ein gewaltiges. Großer Unterschied. Was passiert? Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, Allah ist so viel erschienen wie der Kopf des Fingernagels. Hier, so viel wie der Fingernagel, so viel Licht ist erschienen. Das Berg ist nicht stehen geblieben. Vernichtet. Musa ist ohnmächtig geworden. Allah sagte zu ihm, Musa, len tarani. Len lin nafi, du wirst mich nicht sehen können in dieser Dunya, Musa. Es geht nicht, es ist unmöglich. Du schaffst es nicht. Aber im Jannah könnt ihr mich sehen. Deswegen mich Allah fragt diese Malaika, haben meine Diener mich gesehen? Die Malaika sagt, nein, ja Rabbi, die haben mich nicht gesehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was ist, wenn die mich dann gesehen hätten? Guck mal diese Frage. Damit ist gemeint, was würden die dann tun? Das heißt, das, was ihr tut, ist wenig. Dann sagt, ja Rabbi, wenn die dich sehen würden, dann werden sie dich noch mehr lobpreisen. Die werden dich noch mehr verherrlichen, noch mehr verehren, Allah, noch mehr lieben. Das heißt, wir werden Allah mehr gehorchen. Der, der ab und zu mal betet, wird auf seine Gebete achten und kein einziges verpassen. Sahaba radiallahu anhu, wenn der Mann krank war, krank, das heißt, er musste im Bett bleiben, sagt, wir haben ihn zwei Mann getragen zum Pflichtgebet. Ein kranker Mensch, normalerweise kann er zu Hause beten. Aber sie tragen ihn, jeder packt einen Arm und sie bringen ihn, subhanallah, zur Moschee, zu der Reihe in der Moschee und subhanallah, der wackelt. Wegen der Krankheit, trotzdem, um das Pflichtgebet zu verrichten. Als Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kurz bevor er starb, als man ihn getroffen hat, a'udhu billah von diesem Adu Allah, er war ja ohnmächtig geworden. Ein Sahabi, ich glaube, Sa'd ibn Abi Waqqas, sagt, ihr könnt ihn nur wecken, wenn er ihn zum Gebet ruft. Ein Mann sagt in sein Ohr, Hayya ala as-salah, 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 ya amir al-mu'minin, ist aufgewacht. Das Erste, was er sagt, sagt, Wallahi, derjenige, der am Leben ist, und erfüllt nicht die Pflicht, damit das Gebet gemeint, Wallah sagt, er hat kein Recht auf den Islam. Heute, wir sind gesund, krank, ihr habt Autos. Alle Mittel hat Allah zur Verfügung gestellt. Und wie viele stehen in der ersten Reihe in Fajr? 2, 3, 4. Was sollen wir Allah sagen, Yawm al-Qiyam? Was sollen wir Allah sagen, liebe Geschwister? Deswegen sagt Allah, haben die mich gesehen? Wenn sie mich gesehen hätten, sagt der Malak, wenn die Allah dich gesehen hätten, diese Menschen, sie hätten noch mehr getan. Sie hätten sich noch mehr angestrengt. Sie hätten sich noch mehr bewegt. Sie hätten mehr für dich getan, Allah. Subhanahu wa ta'ala.